Auch wenn es eh ein Fehler ist. Ewig langer Schacht. Oh. Licht aus. Meine Energie auch wieder aufladen. Scheint mir auch auf Schwierigkeitsgruppe normal zu sein. Würde ich meinen, die halten nicht so viel aus. Bei den Festen haben wir ja richtig viel ausgehalten, diese Aliens. Da musste man ja richtig Kugeln reinballern in diese Viecher, ey. Das war ja unheimlich. Übel. Was ist denn hier los? Also entweder ist das hier ein ganz lineares Level oder sind wir gehen jetzt ganz woanders hin. Okay. Napalm. Munition. Dafür ganz Weg nur für Munition oder ist das hier so eine Ecke wie beim letzten Mal? Ja, beim letzten Mal hang ich auch 10 Minuten an dieser blöden Dingens da, wo ich nicht aufs Glas geschossen habe, sondern auf diese Konsole. War ja auch ziemlich blöd, ja. War ja auch ziemlich doof von mir, aber nun ja. Ach, hier leben ja immer noch relativ, auch sehr, relativ gut. Vielleicht war es auch ein Fehler, die Munition zu verschwenden. Eine Maske wäre cool, um Aliens besser zu sehen. Naja. Scheiße! Das läuft doch nicht. Sind da hinten. Lieben. Die liegen noch welche. Ja, jemand, der überlebt hat. Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich ja nicht gedacht, dass hier so welche überleben. Wenn nur wahrscheinlich nur kurz, aber ey. Gesellschaft immer gut. Ich glaube, es ist auch einer. Also diesen Mod kann man auch im Koop spielen im Übrigen. Also es gibt ja so einen Koop-Mod für AVP 2. Diesen Mod hier kann man auch im Koop spielen, glaube ich. Das müsste doch gehen. Weil man ja quasi nur. Weil man hier keine Töne hat, weil man hier keine Skripte hat, die irgendwie. Ja, besagen, dass du da. Halt nicht durchkommst, also dass da so die Skripte irgendwie die Wege getrennt werden, du kannst ja noch überall hin. Okay, der stand dann einfach nur rum. Oh, Munition immer gut. Oh oh, der kommt durch. Nein, noch nicht. Facehacker-Eier, jedes Ei ist tödlich. Also machen wir mit meinem Kollegen hier. Hat er keine Lust? Die kommt ja nicht hinterher. Du zwei hätten mal eine Chance. Bin ich der Meinung, aber. Ist das eine Anekdote an. Habe ich ein Hacking-Device nun? Komm ich noch nicht dran. Da muss ich wohl erst dieses Ding ausschalten. Das ist eine Anekdote an Alien 3, würde ich sagen. Weil da gab es ja auch den Ventilator. Ach, wo geht's denn? Hier geht's hoch. Scheiße, wie hätte ich hier gelandet? Warte mal, da muss ich nur über die Pistole. Panzerbrechend. Jedes Facehacker-Ei muss mir weg. Ja. Das ist Verschwendung. Wie eh und je bei mir, aber ich bin nicht immer nur mal sicher. Obwohl könnte auch ein bisschen wurzeln, ne? Vielleicht eine Idee. Warte mal. Das ist das Granatwerfer, das Napalm.
Und dafür lohnt sich das doch auch. Hab ich ein bisschen Napalm gesammelt. Ja, wie viel haben wir jetzt verloren an Napalm? Naja, haben wir jetzt 100 hatten wir, ne? 100 haben wir dafür investiert. Und ein paar Pistole. Munition, Waffen kann man nicht beklagen. Hells haben wir auch relativ viel. Also dafür hat es sich doch gelohnt, hier hochzugehen. Für eine Smart Gun. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es diese Waffen im ersten 4 auch schon gab. Vielleicht einfach nicht gesehen. Kann natürlich sein. Das ist nicht möglich. So. Alles möglich. Die Tür ist zu. Fällt mir gerade auf. Also, wo muss ich denn hier lang? Wie komme ich denn an diesen Hacking-Kram? Ja. Da kommt man doch dran, da muss man nur ganz nah dran. So. Da ist ein Kollege. Da wieder dabei. Also, wo kam die jetzt her? Hier ist es zu. Also, boah, hier ist das Hacking-Device. Wo war denn das? Brauch ich das überhaupt schon? Nee, ne? Hier unten? Brauche ich jetzt überhaupt schon das Hacking-Device? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das noch gar nicht gesehen. So ein Hacking-Kram. Da ist irgendwas aufgeschreckt hier. Okay, es geht auch nicht weiter. Komm, Mann, da muss ich dann da vielleicht da. Ich habe keine Ahnung. Die ganze Geräuschkulisse ist irgendwie unheimlich, hä? Oh Mann. Muss da irgendwie weitergehen. Also, entweder ist das hier ein Soundgeräusch oder hier sind eine Menge Aliens in der Nähe. Aber mein Tracker steht noch nie aus. Ich würde fast meinen, das ist ein Soundeffekt. Also komme ich da jetzt hoch? Da lang meine ich. Die Tür geht noch nicht auf. Die Tür geht noch nicht auf. Hier ist auch nichts, ist auch nichts. Na, wie geht jetzt hier weiter? Die geht jetzt hier weiter. Da ist eine Tür. Und dann noch, Aliens hinter. Nie nur eins. Ganz schön viel Betrieb hier. So. Und hier haben wir noch 30 Schuss, das muss reichen. Ah, die scheiß Tür! Wir sind von der Tür getötet worden, ey. Passiert mir auch ständig. Alter! So. Also weg da, okay. Ein Schuss. Und das Magazin nachladen, so. Oh, so unheimlich hier. Ich
denn hier los? Aha, jetzt kann ich halt, hätte ich auch dran vorbeigehen können. Jetzt bin ich aber schon dran. Hab ich schon gemacht. Kopf weg! Kopf weg! Kopf weg, habe ich jetzt gesagt, ja genau. Aha, jetzt geht's da dann weiter. Nach unten. Da brauchen wir immer wieder runter, dann wieder hoch und jetzt. Jetzt geht's da unten gleich weiter. Scheiße, da war der. Oh ja. Da wirkt aber relativ linear. Oh, komm her! Kommt jetzt dieses Ei her? Können wir das nicht übersehen oder? Ich weiß auch nicht. So, noch mehr Munition gesammelt. Das ist alles gut. So. Okay, mein Kollege, willst du lieber nicht mitkommen? Ich meine ja nur, also wäre vielleicht eine geile Idee. Da kommt was. Weil das ist ja einfach gesagt hier. Hört man es ja, dass mal was kommt, ne? Das was kommt. Puh. Falsche Taste. Wie war's? Mit meinem Kollegen hier, noch mehr Munition. Ja. Ja, geht's wohl nicht weiter mit dem Ding. Ich muss wohl zu Fuß da durch. Ja. Sound ist nicht sehr. Leider ist das nicht sehr beruhigend hier, die Soundkulisse. Noch tiefer runter. Ist das nicht ein bisschen tief? Meint ihr nicht, dass ein bisschen tief ist, aber ich krieg mal runter. Okay, ist einfach nur eine Tiefanlage hier. Habe eine beschränkte Sichtweite mit dem Scheinwerfer. Bin jetzt hier gelandet. Meilen tief rein unter. Wieso mache ich das eigentlich? Was ist eigentlich mein Sinn, hier runter zu springen? Ist hier irgendwas, was ich raussuchen soll? Was ich suchen soll oder was? Ich habe jetzt die Story nicht so ganz verstanden. Beim 4.1 habe ich das noch kapiert. Da müsst ihr einfach einen Weg rausfinden. Der Außenanlage, aber hier. Ich würde sagen, hier geht's erst rein. Hier geht's rein in die Anlage. Nur warum? Was ist denn hier? Außer der Schrecken in Person. Facehacker? Nein. Mein Kollege habe ich jetzt zurückgelassen. Warum eigentlich? Keep out. Ja. Würde ich ja gerne, ehrlich gesagt, aber. Wieso würde das. Mission vorschreiben, dass ich hier nicht Keep Out mache. Was denn jetzt? Geht's hier gegen Vampire? Ja, so ähnlich würde das fast meinen. Erinnere ich an das Kreuz in 4.1. Doom. Das Doom-Kreuz, oder so ähnlich, ne? Oh, Quake, Doom. Doom gegen Quake, oder so. Das ist ja beides von id Software. Also, was soll das denn? Toter Hund? Alter, was ist denn hier? Irgendwas ist hier. Was ist das denn da hinten? Wir haben ein Problem.
Das ist wirklich wie bei Doom. Was ist das denn da hinten? Ist da was? Was ist das da hinten? Warte mal, ich habe ein Scharfschützengewehr, ja? Mal reinzoomen. Da kenne ich gar nichts. Da kenne ich gar nichts. Ja. Sie bei Doom. Ja, so jetzt wirklich, könnte wirklich Doom sein. Ich will nur noch Teufelsding. Oh oh. Ja, es geht wirklich wegen. Das geht wirklich wegen Doom hier. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir sollten uns ausrüsten. Oh, jetzt geht's weiter ab. Jetzt kommt der Größte von allen. Oh. Wir wurden eben gerade getötet. Beabsichtigt. Weil das war alles mit 4-2. Ja, ich muss ehrlich sagen, die erste hat mir besser gefallen. Die war viel... Hat auch viel mehr Sinn in meinen Augen. Also wegen der ganzen Story wirkt etwas für mich nachvollziehbarer. Die jetzt hier irgendwie, ja, wir sind halt von innen nach außen, von außen nach innen, bis unten in die Tiefe und da haben wir gegen Prätorianer gekämpft und dann haben wir da die zerlegt. Und dann sind wir getötet worden von einer ganzen Masse an Aliens oder so. Ja. Aber das war's mit 4-2. Wie gesagt, das ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr könnt selbst spielen. Könnt es besser machen als ich. Und ja, wir machen beim nächsten Mal weiter mit 4-3. Und hoffentlich, dass er wieder am ersten anschließt. Weil ich fand jetzt, wie gesagt, den zweiten jetzt nicht so schlimm wie den ersten. Der erste war richtig cool. Der zweite ist schon mit abgefallen. Aber mal gucken, wie der dritte wird. Der geht über 9 Level. Dann mal gucken wir mal. Also daher danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.